fühlst dich überall zu Hause, was? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Bevor du dich überall breit machst, denk dran, was wir besprochen haben, ja? Ja, tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich gerade schon mal einschenken zum Anstoßen? Mein Talent färbt schon etwas ab. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier das Zwischengebabbel kam. Was ich euch sagen wollte, ich habe gerade ein bisschen die KI angenervt, also die Handelsbeziehungen ein bisschen strapaziert. Und zwar habe ich, wie ihr hier unten links auf der Karte sehen könnt, schon mal mir die großen Inseln alle einmal besorgt und besiedelt. Ob wir sie brauchen werden, ich habe keine Ahnung. Aber besser haben, auf Kurs halten, als dann hinterher doof dazustehen. So, die holen wir uns auch noch und dann werden wir uns hier oben diesbezüglich einmal die Insel noch schnell schnappen. So. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Und dann Andromeda werden wir dann losschicken. Immer einen Schritt voraus, was? Dass die hier uns schon mal ein bisschen was. Das gehört sich nicht. Dein ganzes Glück da mit all den Inseln. Transportiert. In unsere Hauptstadt. Eingestellt ist es. Und dann nehmen wir gleich noch eine mit. Und zwar unsere Springmaus. So, dann sind die Schiffe nämlich alle auf dem Weg und beliefern hier schon mal unsere Hauptstadt, auch wenn hier noch nichts passiert ist. So, du kannst nach Ralingen segeln. Nee, stimmt gar nicht. Dich brauche ich noch. Quatsch, komm her. Aha! Hier sollst du her. Gerade den großen Willy in die Quere gekommen. Da kriegen wir dann nämlich noch ein bisschen was. Ja, so, dann baue ich die Fabrik nämlich auch schon mal. Mein Leben ist halb gelebt. Und dann lassen wir nämlich hier auch schon mal Konserven herstellen, damit die Einwohnerzahl ein bisschen nach oben geht und wir mehr Steuereinnahmen kriegen. 7000 bräuchten wir dafür. Müssen wir gucken, ob wir jetzt irgendwo noch was haben, wo wir Geld verdienen. Ist es Ihnen gestattet, mir zu dienen? Es geht eine Bauaufgabe. Nichts über den Versuch. Ich soll einen Besucherhafen bauen. Ja gut, den würde ich hier hinbekommen, aber der kostet halt 25.000. Wie soll ich das denn machen? Ja, müssen wir gucken. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir halt wieder Geld reinbekommen. Da brennt es schon wieder. Ich drehe hier noch durch. Mobilisieren wir ein bisschen die Einheiten. Kein Platz mehr frei. Hier sind die Lager voll, das ist super. Dann kann ich ein paar Produktionen schon mal anhalten. Sparen wir da auch wieder ein bisschen Geld. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Ja, euch lassen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen würden. Gas geben? Nein, da brauchst du keine Sorge haben. Wir brauchen dich ja. Ihr müsst ja für meine neue Hauptstadt müsst ihr ja Sachen produzieren. Deswegen sollen die mal keine Sorge haben. Gucken wir mal genau. Die werden auch versorgt mit Fleischkonserven, das ist super. Tja, demnächst dann irgendwann mal eine Universität bauen. Aber wie gesagt, alles nach und nach.
Und die Universität werden wir nicht hier bauen, sondern willkommen am Kap Trelawney, hier. Der ewigen Ruhestätte von Tausenden und eine nie versiegende Fundgrube. Wolltest du nicht etwas für mich erledigen? Neue Befehle, Admiral. 14.000 Münzen soll ich ihnen liefern. Dann bekommen wir gleich wahrscheinlich ein neues Boot oder so, weil ich kann mir nichts irgendwie vorstellen, was teurer sein soll. Nicht, dass sie uns da irgendwie... Obwohl doch, der Zepter von der Königin könnte das Ganze sein. Den er uns vielleicht für 14.000 gibt. Das sieht alles in Ordnung aus. Hier habe ich jetzt nichts dergleichen. Hier ist eine Aufgabe verfügbar. Das Emporium Exotik bietet Ihnen eine Abschlussaufgabe an. Könnte ich machen, wenn ich irgendwie Boote hätte. Ja, dann stellen wir eben zwei Kanonenboote her. Wie lange dauert das? 3 Minuten. Ja, komm. Es ist nicht lang. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Mache ich gleich sofort. Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Die werden alle in Ordnung versorgt. Also die Versorgung steht auf jeden Fall. Aber wir haben deutlich zu viele Handwerker. Ich glaube, wir sind echt zu groß geworden. Fehlende Ware haben wir... vom Stapel gelaufen. Tatsache, wir haben kein Getreide mehr und Wurst geht auch zurück, Schiff aber... vom Stapel gelaufen. Moment, jetzt kümmern wir uns erstmal gerade darum. Segel! Ey, stopp. So, jetzt... schon mal einstellen. Ja, also Wurst geht auf jeden Fall zurück und Getreide haben wir auch kaum noch. Dann müssen wir auch nochmal tätig werden. Ich sage, bauen wir hier erstmal 2 Getreidefelder hin. Ich hoffe, das passt vom Platz her. So, da brauche ich gar nicht setzen, das passt eh nicht. Weil hier... ...1200. Ja, Getreide war echt zu wenig da. Wenn ich mir das jetzt hier hinten angucke. Wieso brennt das denn dauernd bei mir in der Stadt? Das gibt's doch gar nicht. Ist ja eigentlich alles gut versorgt mit Feuerwehr. Gut, hier hinten ist ein bisschen dünner, aber... Was ist denn los? Kein Platz mehr frei. So. Schiff unter Beschuss. Oh, wir kriegen richtig. Wir kriegen richtig drauf und haben noch 18 Minuten Zeit. Ach je. Bauen wir nochmal schnell 2 Kanonenboote.
müssen Geld verdienen, definitiv. Was möchtest du? Du schaffst das. Arbeite dich hoch von ganz unten. Eine Abholaufgabe, ja, die machen wir. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Nehmen wir gleich auch mit. Das passt mir ganz gut, das Treibgut ist da oben. Das können wir dann gleich schön mitnehmen, wenn wir hier das eine Kanonenboot noch weggedonnert haben. Ich finde die Musik so angenehm. So, Segeltuch brauchen wir erstmal nicht. Können wir stoppen. Wir machen hier nichts mehr. Ich muss mir das jetzt hier gerade einmal angucken, was hier abgeht. So, Fisch ist auch genügend vorhanden jetzt wieder. Dann heißt, kann ich erstmal bis auf das eine Ding noch abschalten. So. Kleidung kommt auch genügend rein. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Dann eine Glasfabrik stoppen, eine Quarzgrube stoppen. Ich muss das jetzt alles irgendwie ein bisschen stoppen, dass wir hier Kohle reinbekommen. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, weil wir brauchen unbedingt die 14.000 Münzen, damit wir dann gleich weiterkommen. Ja. Schiff vom Stapel gelaufen. Flotte erwartet Befehl. So, stopp, ihr nehmt. Schiff vom Stapel. Ihr macht gelaufen. Auf jeden Fall das Boot da noch kaputt. Gebt Gas. Gucken wir gerade diesbezüglich hier einmal. Ja, lagertechnisch passt das. Rein theoretisch könnten wir jetzt eigentlich hier schon anfangen, das Ganze aufzubauen, aber ich plane hier gerade aktuell erstmal noch. Deswegen mache ich hier diesbezüglich gar nichts. Verzeiht mir das ein bisschen. Aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch dran. Ich werde jetzt hier erstmal den Grundstock legen, dass wir Geldeinkommen haben diesbezüglich, dass wir auf dem finanziell sicheren Ast stehen, um dann hier mit der Hauptstadt beginnen zu können, weil das wird uns... Wie soll ich nur dem Kaiser davon berichten? Ein bisschen was kosten. So, komm. Schiff unter Beschuss. Ziele in Sicht. Du schnappst dir das. Und du holst dir das Treibgut und jetzt ein bisschen. Koordinaten gesetzt. Jetzt ein bisschen Gas geben. Los, Leute. Genau, da kommen wieder unsere Schiffe, die die Materialversorgung machen. Segel! Dreimal Treibgut abholen. Und dann liefern wir das auch eben hier hin. Dann haben wir hier auch schon wieder eine Aufgabe, die wir mitnehmen. Können Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Die Bäuerin hat ein Geschenk für Sie. 20 Kartoffeln. Ja, super. Alle Achtung, ich ziehe meinen. Danke für nix. Ich brauche Geld, Freunde. Das Leben ist wie Salzwasser. Man wird nur noch durstiger. Es ist jetzt eine Anspielung auf Bier und auf Rum, weil er das nicht hat. Aber ich kann es nicht ändern. Ist halt so. Hi. Genau, die fahren jetzt beladen gleich alle wieder rüber. Das ist da unterwegs.
Das ist da hinten unterwegs. Du hast etwas für mich, nicht? Ich vermisse es, die Dinge klein, selbst aber zu erledigen. So, jetzt haben wir die 14.000. Deine liebe Königin, da es sich um einen Prototyp handelt, unterschreibt die Verzichtserklärung hier auf der gepunkteten Linie. Ja, das klingt ja direkt abtauchen. Das klingt sehr vertrauenswürdig. Ich wäre so weit gekommen, wenn ich alles wegwerfen würde. Bring mir den Schrott. Ich poliere ihn auf. Ja, dann haben wir jetzt ein Tauchschiff. Na, sehr hast gut. Du was zustande gemacht? Nicht schlecht, was? Ich kann aus deinem nutzlosen Abfall was machen, wenn du mir den Kram gibst. Gut, jetzt sind wir hier auch schon mal ein Stück weiter. Jetzt will er 21.000 Münzen, ey, der wird ja echt immer gieriger. Nicht der. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass wir das Ganze hier beeinflussen können. Und das werden wir gleich machen. Dann kriegen wir da auch mehr Geld. Müssen wir halt ein bisschen schummeln. Steuermann! Was liegt da denn im Wasser? Die Bevölkerung wird immer mehr. Ach du Scheiße. Ich meine, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite fressen die uns aber auch die kompletten. Ja, alles, was wir produzieren, uns einmal vom Kopf. Und das ist gerade irgendwie nicht so gut. Ich müsste die eigentlich in die nächste Etappe bringen. Im Angesicht ihres müßigen Tagewerks weiß ich wieder, wie glücklich ich mich schätze. Die brauchen nur noch Fell, ja. Also beziehungsweise Pelzmäntel. Ich kann es momentan nicht. Ich müsste es machen, aber ich kann es momentan nicht, weil ich dann wieder ins Minus laufe. Außerdem kann ich die Baumwolle noch nicht herstellen. Weil wir dazu in die neue Welt müssen, wo wir auch auf Expedition sind. Ich weiß, da wartet das Schiff auch. Ah, wir planen schon mal einen Moment. Ja, war klar, dass es wieder nicht daneben passt. Habt ihr gehört? Was für ein schöner Hafen. Ja, das sehe ich aber genauso. Nochmal drüber schauen? Ja, jetzt Wird machen wir das. Diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Erstmal Geld. Wie Schnee, rot wie Zufriedenheit. Okay, kann ich nicht? Ah, schleich dich doch nicht immer so an. So. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Na, aber selbstverständlich. Wie können Sie es wagen, mir zu widersprechen? So, da ich auf jeder Insel jetzt durch unsere Expedition schon... Sie haben an Einfluss gewonnen. Durch unsere Expedition schon überall... Ja. Ja. Arbeitskräfte habe, auch ohne dass ich Häuser gebaut eine habe, kann Explosion ich. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Schon wieder.
kann ich auch schon was hier produzieren lassen auf diesen Inseln, auch wenn sie noch nicht bestellt, auch nicht bebaut sind, so rum. So, dann besorgen wir uns eine Charterlinie, die dann hier die ganze Produktion hier runterfährt. Weil dann können wir später hier auch die Schneidereien in Betrieb nehmen, aber wie gesagt, da brauchen wir dann noch Baumwolle und die kriegen wir in der neuen Welt. Da springen wir gleich auch noch rein. Ja, jetzt läuft so langsam. Jetzt kommt der Rubel rein, aber nur weil ich halt ein bisschen rumgetrickst habe mit der Zeitung und da ein bisschen Propaganda eingesetzt habe. Dann machen wir die Expedition fertig. Parasitenbefall. Wie viele Aufgaben hat er denn noch? Ist kein Zuckerschleck. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Segel! Hier oben hat auch schon wieder eine Aufgabe. Du träumst vom großen Abenteuer? Ja! Volldampf voraus! 8 Tonnen Schweine will die haben. Koordinaten gesetzt. Die können wir schnell bringen. So, da für euch der Tipp, ja, ihr könnt das Schiff auch mit 50 Tonnen vollladen, aber die nehmen euch wirklich nur die 8 Tonnen, die sie bestellt haben, ab. Gibt es da nämlich gleich auch wieder Geld. In der Zeit springe ich gerade kurz einmal um. Keine Lust mehr. Gib Acht vor den Kraken. Sie umklammern ihre Schätze mit aller Macht. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Ich kann gerade nicht. So aus dem Ärmel geschüttelt, was? Sieh an, jetzt zeigst du mir dein wahres Gesicht. Sagt meine Frau auch immer, ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Ja, ich kann... Zurück? Erzähl mir alles. Ich ziehe den Hut. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Es springen immer diese Dialoge rein und man... Offenkundig sind wir nicht die Ersten. Und labern einen voll. Das ist ein bisschen nervig. Ist das etwa wohl wahr? Das Tagebuch von Agnes, dem engsten Vertrauten meines Herrn Vaters? Ich muss mal gucken, wo man das abschaltet. Lasst mich mal gerade gucken, weil es ist ja echt nervig. Spielablauf. Einführung aus. Benachrichtigung für Expeditionen deaktivieren. Was? Aktivieren Sie diese Option, um Nachrichten bezüglich neuer Expeditionen und Ereignisse während einer laufenden Expedition auszublenden. Ja, bitte. Benachrichtigung für Zeitpunkt aktivieren. Nein. Kommentare von Charakteren deaktivieren. Ja, bitte. So. Ich hoffe, jetzt ist hier Ruhe. Es geht mir auf den Sack. Und ich dachte, du hättest ein... Segel! Ich hoffe, sie sind erfinderisch. Weiter geht's. Ich möchte mit euch heute unbedingt noch in die neue Welt rein. Und dann hier auch noch die Schreinerei aufbauen, damit wir hier dann auch Ingenieure bekommen. Trinken wir einen über den Durst. Das ist immer eine gute Idee.
Das hier nehme ich schon mal weg, weil da kommt dann später gleich die Universität rein, die ich benötige. So, das sind wahrscheinlich noch zwei, drei Inseln besiedeln, dann habe ich hier auch alles, was Expansion angeht, auf vollem Level. Und ihr seht, wenn ich das habe, habe ich 200 Arbeitskräfte pro Insel, die ich einfach so verplanen kann, ohne dass ich was bauen muss. Ja, Optimierung könnten wir uns noch ein bisschen steigern, genauso wie im Militär. Kultur kommt später in der Hauptstadt, wenn wir da unseren Zoo und unser Museum bauen. Da könnt ihr noch gespannt sein. Ja, Handel kümmern wir uns auch später noch drum. Propaganda ist jetzt aktuell gerade so weit, weil ich die in der Zeitung eingesetzt habe, um halt an mehr Geld zu kommen. Und Militär kommt später auch noch, wenn wir da Geschütztürme bauen und sowas alles, auch in unserer Hauptstadt. Ja, wie gesagt, das werdet ihr alles noch sehen. Hier, eine Handvoll Blüten. Ich weiß nicht, warum ihr mir immer Geld schenkt, wenn ich eigentlich gerade sehr gut unterwegs bin mit meinem Geld, und warum ihr mir kein Geld schenkt, wenn ich so gut wie pleite bin. Also, das muss mir mal auch einer verraten. So, wir gucken gerade einmal nach den Rohstoffen. Ja, Fisch geht wieder runter. Dann lasse ich doch die... Hast du mich erschreckt? Noch eine Fabrik hier. Einmal mitlaufen. Von vorne anfangen? Na gut. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Sagenhaften Länder. So, und jetzt sind wir auch schon in der neuen Welt, und die schauen wir uns jetzt einmal an. In wenigen Sekunden. Ich muss gerade mal kurz aufs Handy gucken. Ja, wir haben noch reichlich Zeit. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Auf die alte Dame ist verlassen. Und wisst ihr, was gut ist? Dass hier die KI noch nicht ist. Jetzt müssen wir gucken, wo wir Baumwolle und sowas alles anpflanzen können. 14 Ölquellen, das ist auch wichtig. Ich bin Isabel Samento. Die hat 15, stell dich nicht zwischen mich und die Freiheit meines Volkes. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Zum Glück haben wir mächtige Freunde. Nach Tabak und so müssen wir später auch gucken. Deswegen, ich muss jetzt hier langsam die Inseln einmal unter Beschlag nehmen. Ich vertraue dir. Das ist sehr nett, dass du mir vertraust. Das kannst du auch. Steuermann. Jetzt schnell ein paar Inseln sichern, bevor jetzt gleich die KI auf die Idee kommt, hier die Welt unsicher zu machen. Leinen los. Ich würde dich gerne ein bisschen mittig haben. So ungefähr, okay, wir brauchen 40 Einfluss. Das heißt, wir müssten eigentlich... Das durchweichte Tagebuch befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Ihr habt nicht zufällig Restauratoren zur Hand? Nee, habe ich aktuell gerade nicht. Was müsste ich denn dafür einkaufen? Stoff, aber das kann ich nicht einkaufen, weil die KI noch nicht da ist. Wir gucken mal, was hier uns ist. Da ist nichts, was die uns verkauft. Auch nicht. Der sowieso nicht. Wie machen wir das denn jetzt am besten gleich? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Dann lassen Sie mal hören. Hey, Sie haben Wort gehalten. Okay,
Okay, die Zeitung läuft noch. Gucken, wie lange. Ich hoffe, dann kriegen wir Einfluss zurück. Weil ich würde jetzt ungern noch, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Einwohner hier mit einziehen lassen. Admiral Nadaski mag auf der Seite der Sieger gestanden haben. Doch Vater sagte immer, das Zepter sei durch seine Leichtfertigkeit den Wellen anheimgefallen. Dann bauen wir doch hier unsere Stadt jetzt langsam auf. Also erstmal ein Block. Wir haben ein neues Zwischenziel erreicht. Gottheit gefällt, uns auf den Thron zu heben, sollte es euch auch gefallen. Kann das so gedruckt werden? Quatsch. Das will ich gar nicht. Das hier will ich. So, und jetzt haben wir nämlich auch wieder den Einfluss, um die Inseln zu besiedeln. Wo ist denn jetzt Stahl? Da. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist super. Du fährst jetzt hier rein. Und du fährst dann einmal hier hoch, die Insel besiedeln. Na, und dann legen wir hier nämlich diesbezüglich einmal los. Schon mal ein bisschen mit dem Bau. Das bauen wir, machen wir gleich, wenn das nächste Schiff mit Ware da ist. Moment, das hat sechs Plätze hat das. Das können wir hier dann die Route löschen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh Leute. Ein Feuer ist ausgebrochen. Löschen, löschen, Route einrichten, Handelsroute. Wir nehmen den und laden ein. Ziegel nimmt er auf jeden Fall mit. Kleidung nimmt er mit. Fische nimmt er mit. Bretter. Brot. Und was kann er noch mitnehmen? Schnaps. Das alles kann er dann einmal abladen. Dann haben wir nämlich schon mal wieder zwei Schiffe frei. Wo ist er denn? Ach, da kommt er. Ich glaube, das kannst du nämlich alles schon mal abladen hier. Wenn eine Königin euch um etwas bittet. Neue Befehle?
Volle Segel! Dann soll ich eine Anlegestelle bauen. Eine neue. Die setzen wir da rein. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Dann brauchen wir wieder Fenster. Gut, dann fahr gerade einmal nach Ralingen und hol Fenster. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier auch noch schnell hinbekommen, dass wir hier dann schon mal langsam unsere kleine Hauptstadt bauen. Aber wie gesagt, hier wird noch einiges passieren, unter anderem mit Strom und allem drum und dran werden wir hier rum experimentieren. Also da passiert durchaus noch einiges. Hier machen wir uns das Ganze dann mal ein bisschen hübscher. Unsere Hauptstadt soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Quatsch, das war jetzt wieder doof. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Da kümmern wir uns gleich drum. Wird wahrscheinlich der sein, der Fenster transportieren soll. So, dann haben wir ein paar Bäumchen drinne. Gucken wir gerade, ich denke mal, dass das das ist, genau. Dann nimmst du einmal Fenster mit und einmal Nähmaschinen kannst du auch schon mitnehmen. Und dann fährst du gerade dann nach Crown Falls. Und viel Spaß. So, und ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann geht das hier richtig los. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.